So, meine Damen und Herren, ich schlänge mich mal hier rein in dieses super geile Bild hier. Warum ist dieses Bild so super geil überhaupt? Ich kann euch das sagen. Zwei Punkte. Punkt 1, wir haben hier zwei richtig geile Athleten stehen. Punkt 2, die Sonne ist richtig geil. Nee, hinter uns. Guckt mal da. Oh, Hammer. Meine Damen und Herren, wir sind noch mal kurz an den Strand gerannt. Quasi. Wir haben die beiden einfach mitgenommen. Sie wollte mir schon fast auf die Nase hauen und hat gesagt, sag mal, hier bei der Sonne, spinnst du? Aber das muss sein. Warum muss das sein? Weil ihr beide seid die Gesamtsieger. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Okay. Geiles Ding. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen zu zweit. Ja. Jetzt werden ja die Zuschauer im Nachhinein sehen, also entweder habe ich irgendwas nicht mitgekriegt in der Szene oder irgendwie habt ihr eine gewisse Verbindung. Euch verbindet nicht nur, dass ihr beide Gesamtsieger heute geworden seid, sondern... Wir kennen uns ganz flüchtig seit 3 Jahren. Nein, sind seit 3 Jahren zusammen. Leben den Sport, ist unsere Leidenschaft. Und ja, das Ding hier heute zu rocken war natürlich Ziel. Vorab natürlich bekannt ist beim Colon Beach Style und auch beim Lubega die Atmosphäre, die Location. Geiles Ding. Ne? Eben gerade habt ihr noch auf die Bühne gepostet und da im großen Sonnendachzelt, wie man es auch immer nennt. Jetzt stehen wir gleich hier am Strand. Wie krass ist das denn entscheidend, was für eine Location gewählt wird? Also ich finde, die Location hat einfach diesmal die Stimmung extrem angehoben. Wir waren alle auf der Bühne gerade auch. Das war irgendwie, man hat sich mit allen gut verstanden. Es war eine bessere Stimmung als auf den Wettkämpfe, die in der Halle stattfinden und hat einfach Spaß gemacht irgendwie heute, muss ich echt sagen. Absolut. War gar kein Zickenterror, was immer oft vorkommt, war heute echt gar nicht, wir haben uns richtig unterstützt, war super, ja. Das wird dann bei uns dann eher noch kommen, so im Backstage-Bereich, so bei dem ganzen Personal. Du hast natürlich auch heute starke Konkurrenz gehabt. Dein wievieltes Mal war es denn generell heute, dass du schon die Bühnenluft schnuppern durftest? Nicht die Meerluft, die Bühnenluft. Ist wahrscheinlich gleich viel, nein, 4-mal. Also heute ist der 4. Wettkampf, ja. Und bei dir? Oh, warte. 6. oder 7. Ja, 6. oder 7. Letzte Saison waren 4 oder 5 Wettkämpfe, davor das Jahr 2017 einmal. Und müsste doch das sechste Mal gewesen sein. Genau. Ohne euch zu kennen, ich kenne es aber von mir zu Hause, wenn beide Wettkämpfe machen, dann folgen die Pokale. Bap, 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 bap. Hoffentlich könnt ihr die alle auch so unterbringen. Wie geht's denn jetzt weiter bei dir? Ja, also Ziel ist jetzt erstmal die nächsten Sommerwettkämpfe. Also wir starten beide noch bei Colon Beach und American Dream. Ja, und dann ist eigentlich, also er hat sich schon für die Arnold Classics registriert letztes Jahr durch die Vize-Deutscher Meistertitel. Und ja, ich habe mir den ja jetzt quasi auch schon geholt heute. Stimmt's? Stimmt. Gesamtsieger krieg ich ja. Oh, ja. Das weiß ich gar nicht. Ja. Ich stelle einfach nur die dummen Fragen. Aber dein Karriereweg? Wir werden da auf jeden Fall nochmal nachhaken. Aber da soll es hingehen, ja? International. Ja, genau. Doch, das ist anvisiert. Für uns war jetzt ganz klar, Sommersaison mitnehmen, einfach weil es auch Bock macht. Das Ganze ist Leidenschaft. Für mich ist klar, im September geht es zu den Arnold Classics. Und dann im Vorfeld hier auch so Sommerwettkämpfe mitnehmen. Bei der Location, da sagt man ja nicht nein, oder? Also. Jetzt ist es natürlich schon, ein Auftakt, schon ein Weg zur Arnold Classics hin, die Vorbereitung. Ja. Du möchtest es natürlich noch, dementsprechend ist natürlich klar, auch da werdet ihr wieder zusammen starten. Wie lässt sich das unter einen Hut packen, zusammen sich vorzubereiten, gerade wenn man auch ein Paar ist? Ganz gut eigentlich. Also man braucht das Ganze nicht schönreden, so eine Wettkampfvorbereitung. Ich denke, jeder Athlet, der das Ganze schon mal durchlebt hat, weiß, dass man da auch als Mann schon mal zur Zicke werden kann und dass es da Phasen gibt, einfach, wo man echt schwer zu ertragen ist. Aber ich glaube, umgekehrt genauso. Aber da ist das Verständnis dann auch für da. Gegenseitig tut man sich dann aber auch aufbauen und versteht so Momente einfach auch. Und ich glaube, wir sind dann ein Bombenteam und rocken das Ding. Ja, ne? Ja, sehr geil, sehr geil. Ja. Dann wünschen wir euch natürlich schon mal auf eure weiteren Wettkampfwege viel Erfolg natürlich. Dementsprechend, warte mal ganz kurz, machst du mir ein Ticket klar für Colon Beach? Ja, die beiden sind da. Ja, die beiden sind da. Gut, klar. Dann werden wir natürlich die beiden beim Colon Beach Style wiedersehen und vielleicht auch Ende des Jahres dann beide zusammen bei der Arnolds. Das wird sich gleich hinter der Kamera entscheiden. Ja, genau. Letzte Frage an dieser Stelle ist, und ich zwei Antworten gelten nicht, Eis und trinken. Aber was gibt's jetzt als nächstes rein in die Lunge? Sushi. Ja, jawohl, das ist aber eine geile Antwort. Sushi. Ja. Sushi. In dem Sinne, ni hao, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Aufenthalt, entweder vorm Bildschirm oder hier wie die zwei, wie wir drei direkt am Strand. Ne? Ist schon klar. Das ist keine Kulisse da hinten, das ist der echte Strand. Und vielen, vielen Dank, ihr zwei.
Schönen Aufenthalt noch. Zieht weiter durch und bis bald. Ciao.